bei Twitch capturen muss und so. Ich wusste gar nicht, dass er einen Streamer-Rechner und ein Dingesrechner hat. Ne? Ich dachte, er macht das alles über eins. Weil da wäre es, wenn du natürlich alles über eins machst, viel besser über OBS oder über Ding, das über, na sag schon, über deine Grafikkarte das zu machen, weißt du? So, jetzt ist unsere Chance, Matze Stockdeck. Ui, ich bin da. Im Fuß schießen, im Fuß schießen. Er ist da, kein Stress. Scavcamp, ha? Hast du Glück gehabt, die wollten gerade dein Dogtag, du. Du Säcker. Das war im Gespräch. Der Helm hat mir auch ganz gut gefallen. Kann ich mir vorstellen. Den hat er mir abgezogen. Der Assi. Nee, was? Ach so, stimmt ja, hab ich ganz vergessen, es war ja deiner. Scheißegal. Ich hab ihn nicht versichert gehabt. Ach so? Weil er so teuer, weil er so teuer ist. Stimmt, ich hab. Alles. Wer schießt schon wieder? Schießt einer. Ja, von der linken Seite. Ich glaube, es war ein Schuss auf mich, als ich den hinten Slash gemacht habe. Aber von hinter uns, oder? Naja, ja, so schräg links. Schräg links, nicht hinter uns. Ich bin in dem Container vor euch. Ich bin in einem anderen. Ich komme zu euch. Er kommt gerannt. Ja, das bin ich. Okay. Oder ich auch, ja. Muss mal Schmerzmittel nehmen. Bin in einem Zelt. Der ist wahrscheinlich von einem anderen Spawn, der hinten ist. Ja, ich komme mal bei dir hin, Benji. Ich dachte erst, irgendwer von euch hat wieder geschossen. Da wird wahrscheinlich der Wayway Spawn gewesen sein. Kommst du euch? Ich bin hier im Container. Ja. Dein Rucksack guckt raus. Mein Rucksack, ja? Los, gell? Das ist am Mobile. Alter, der will nicht sterben. Liegt. Ja, dann weiter, oder? Ich trinke mal einen Schluck. Ja, das, ja, ich würde sagen. Der ist hinter uns, ne? Müssen wir aufpassen. Mal kurz stacken. Wer kommt da jetzt noch angelaufen? Ich. Alles klar. Bin im Container. Komme beim LKW. Ich gehe zum nächsten Zelt. Müssen wir nicht Zelt hier durch? Wir müssen noch hier durch, oder nicht? Ja. Komm rüber. Hier, Samurai. Ja. Okay. Echt, zwar gerade Kanade zu hören. Achso, wieder holst du das, bei dir, Jörg. Wo ist der denn jetzt? Der ist direkt neben mir gespawnt, der Penner. Alter, das ist manchmal so krass, ne? Also direkt hier im Zelt neben mir ist er gespawnt. Ach so, was ist hier los? Von vorne können ja auch welche kommen. Ich bin schon mal davor. Seh dich, ja? Da gehen wir nicht durch den Container, ne? Durch den Container? Na, hier vorne, wo wir gerade waren. Halt. Na, da will ich doch hin. Da zu dem blauen Zaun da vorne. Also hier hinten Garage rein. Ja, meint was anderes. Du kannst doch durch den einen Container durchgehen. Ja, genau. Verstehe ich gerade nicht. So, zwei Scavs schon. Kurz Ausdauer tanken hier. Wo wir herkommen, da gibt es so einen Container, da kannst du um den Zaun durchlaufen sozusagen, durch den Container durch. Ach so. Okay. Ja, eine Seite die Tür offen und auf der anderen bekommst du dann hinterm Zaun raus. Wo musst ihr denn jetzt hin? Mal wieder Oli? Ja. Oli, genau. Ja, Oli, okay. Pass auf, dann ich splitte mich ein bisschen und gehe hier vorne rein, damit ich dann direkt nach links abbiegen kann und dieses eine Bücherladen wieder, ja. Nee, nicht im Buch. Oh, ich werde rechts. Ja, von rechts, ich bin tot. Was? Da ist ein Sniper. Rechts, Richtung Oli. Nee, da vom blauen Zaun kam der. Ja. Hm? Kann sein, dass der ist oben auf dem Ding, auf diesem Turm oder so, oder? Ach so. Ehrlich? Aber irgendwie aus der Richtung. Halfi-Seetasche. Ja, ich sehe ihn.
die ist richtig gut. Wollen wir sonst irgendwie nach hinten erstmal weg, oder? Ja, den müssen wir doch beschießen und pushen, oder? Ja, naja, ich hab keinen Longscope, nix. Ne? Ich auch nicht. Keiner von uns, oder? Da liegt also der unter, auf der Treppe liegt der Benji. Mhm. Erste Etage, oder? Ist doch richtig gesehen, ne? Ja. Bei dem Turm da, oder was? Ja. Mhm. Diese Werbeding. Okay. Soll ich mal gucken, ob ich den irgendwie ein bisschen abgelenkt kriege oder so? Ich würde, wir müssten den versuchen zu pushen, oder? Aber Benji hat auch keinen Longscope, ne? Nee. Ich hab nur einen Rollpunkt. Ich bin da auch mal weg, Jungs. Ich wünsche euch noch viel Erfolg. Was, du gehst jetzt raus? Benji. Ja, ich muss 22 Uhr rüber, ja. Du bist tot jetzt? Ich bin tot, ja. Ach so. Ich bin tot. Ach, du auch. Hm, ja, okay. Ich lieg im Bus oder am Bus. Ach so. Na gut, dann. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke, wir kommen ja eh nicht rüber. Bis bald. Alles klar, Benji. Hau rein. Gute Jagd für Sie. Ja. Ich mute mich mal kurz. Ich hab auch keine Nades bei, ne? Ah, tot. Ach, du warst das! Ach so. Ey, aber ich nehme mir erst doch einen. Nee, das war ich nicht. Aber den hast du wahrscheinlich gerade gekillt. Ah, okay. T-Boy CP Packs oder sowas. War wahrscheinlich sein Mate, der wollte uns gerade pushen. Nee, der ist runtergekommen vom Turm, glaube ich. Ach so. Der Matze ist richtig die Killermaschine geworden. Alter, der Schredder schlechthin, Mann. Benji, danke. Ich dachte mir, nee, Olli kann das doch nicht sein, Mann. Nee, ich bin ja mit dir zusammengepusht, war ja rechts von dir. Immer kurz AFK, ja. Ja. Dann kann ich ja eigentlich direkt wieder raus. Ja, loote den Kaspar noch, ne? Mhm. Ich wollte bloß gucken, nicht, dass die wirklich zu zweit waren. Ja, das war auch eine gute Idee, hätte ich auch gemacht. Ich war mir auch nicht 100% sicher, obwohl ich zugucke. Ja, Jungs, ich verabschiede mich auch. Ich muss noch ein bisschen Zeit romantisch verbringen. Ah, okay. Okay, Olli. Ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke dir auch. Bis die Tage. Jo. Wir sehen und hören uns. Bis dann. Alles klar, Olli. Danke. Viel Spaß. Danke. Jo, schönes Wochenende euch, ja? Ciao, danke, Jungs. Danke. So hast du uns gerecht, sehr gut. Ist ja schon mal was. Jo. War der alleine? Also ich habe geguckt, da war keiner mehr. Okay. Ja, das ist echt mit dem Sound, das ist echt ein Problem, ne, momentan. Ich habe echt schwören können, dass der noch weiter, so 30 Grad weiter Richtung links ist, ne. Richtung links, ne? Dann hockt er da oben. War natürlich kein Spaß, sowas, ne. Ja. Einmal kommen. Schüsse zu orten ist immer schwer, ne? Ja, aber trotz, also das ist jetzt echt, also seit diesem Vibe extrem schwierig geworden, ne? Da haben die sich selbst ins Knie geschossen. Ich bin auch neulich gestorben, tatsächlich, wo ich im Fight war mit einem und da ist sein Kumpel von einer Etage höher bei Dorms runtergekommen und ich habe ihn nicht die Treppe runterlaufen hören, ne? Okay. Und das fuckt natürlich ab, ne? Das ist einfach ätzend. Ja, Doms ist aber bekannt schon. Das war schon immer so. Das war, glaube ich, das habe ich noch nie besser erlebt.
Nee, das wird schlechter geworden. Also das ist halt nicht nur ein Worms-Problem, sondern generell bei Treppen ein Problem, ne? Ja, das oder war halt aber sowas. Auch, ja, bei den Treppen, das war auch schon im Warehouse vorne, die Stahltreppen. Da bin ich mal über die Stahltreppe. Klaus war schon oben, er hat nicht gehört, dass ich die Stahltreppe hochgelaufen bin. Mhm. Ja, ja. Das muss ich irgendwie mal geregelt bekommen, ne? Danke, Olli. Tja, naja, die arbeiten ja, glaube ich, schon dran. Das Binaural Sound soll ja weg. Machen die seit 2 Jahren, arbeiten die dran. Dann soll ja, was aber Neues jetzt kommen. Jetzt haben sie gesagt, sie wollen die ganze Sound Engine neu machen. Mhm. Habe ich auch gehört. Ja, bis die Tage, Olli. Schönes Wochenende. Boah, ich spiele Tarkov eigentlich gerne, ne? Also ich lasse mir den Spaß nicht von so. Ja, ich auch. Mir ist das... Trotzdem ist es nervig, ne? Naja, wir spielen es halt ja auch nicht so viel wie die. Wenn du den ganzen Tag, weißt du, 5, 6, 8 Stunden da, dann nervt es dich wahrscheinlich irgendwann. Und selbst wenn alles in Ordnung wäre, kann ich es gut verstehen, dass mal die Leute was anderes spielen wollen. Bei mir geht es ja auch so, wenn ich permanent irgendein Spiel richtig suchte und dann hast du irgendwann die Faxen dick, du willst was Neues mal testen, du hast mal Bock auf andere Spiele oder so. Dann. Ja, wobei, ich meine, das ist ja auch irgendwo schon ein bisschen zwiespältig, weil das ist ja auch deren Job, ne? Das ist ja so, als ob ich sagen würde, ich habe keinen Bock mehr auf Patienten. Oder als ob du sagen würdest, ich habe keinen Bock mehr auf Programmieren. Ja, dann hast du irgendwie falschen Beruf gelernt, ne? Das finde ich halt auch immer so. Das ist dann die andere Seite der Medaille, finde ich. Ja, ich programmiere aber auch mehrere unterschiedliche Sachen. Also du bist mal eine Zeit lang wirklich an einem Projekt. So und so. Aber es ist ja jetzt nicht immer... Ach, ich habe seine Weste nicht mitgenommen. Deswegen, ich habe vorhin überlegt, seine Weste mitzunehmen und die habe ich jetzt liegen lassen. Von wem die Weste? Ach so, von dem Typen. Aber das könnte ich jetzt so machen, dann bin ich wieder ein bisschen... Ich habe eine Slick erobert. Der gute Mann hat eine Slick. Die würde ich jetzt eigentlich auch gern anziehen, aber ich habe ja einen Armor-Trick an. Kannst du nicht austauschen? Also bringt ja auch nichts. Ich habe keine Weste. Und da, wo ich lag, wollte ich es nicht hinschmeißen, da auf die Straße. Wenn da einer angerannt kommt, zieht er's und dann ist es auch weg, deswegen. Danke, Bleispender von Wolf. Manchmal bin ich so im Spiel, dann höre ich das alles gar nicht. Also unterbewusst kriege ich es schon mit, aber bewusst halt nicht. Benji war aber jetzt schnell. Ach so, ja gut, er war auch tot. Schade. Ich hab bloß mitgekriegt, dass er am Rand tot war. Benjis Tod habe ich auch nicht mitgekriegt. Sieht doch gut aus. Ja, ich freue mich immer, wenn ich draußen bin. So, ja, naja. Jetzt ist Olli weg, jetzt ist nur noch Samurai da, du bist da. Ja, ja. Schauen wir mal. Dann, achso, wir müssten eigentlich nochmal auf Light auswählen, den Goldketten, aber das, auf Interchange. Aber muss ich eigentlich nicht nochmal. Ich guck mal, hast du was? Wollen wir da irgendwas machen? Oder Samurai irgendwas?